Yassas aus Athen. Wir sind hier am unscheinbaren Omonia-Platz und hier werden wir unsere Tour beginnen. Wir werden uns Athen ein bisschen anschauen, denn ich muss mir auch immer eine große Stadt anschauen. Also ich kann nicht nur immer Strände anschauen und die Urlaubsorte. Nein, bei mir muss auch immer eine Großstadt sein. Und deshalb sind wir hier in Athen und werden uns ein paar Tage diese Stadt anschauen. Und dieser Platz schaut erstmal leer aus. Ja? Also wieso sind wir hier? Tatsächlich gilt es hier als gefährlichster Ort oder einer der gefährlichsten Orte in Athen. Ja? Schaut erstmal auf den ersten Blick friedlich aus. So ein nettes Gebäude da oben, so eine Fontäne, ja. Aber in der Nacht soll es hier einigermaßen unsicher sein. Wir werden uns das aber in einem speziellen Video anschauen. Ich werde darüber ein eigenes Video machen. Ich werde hier in der Nacht ein bisschen rumlaufen. Da werden wir mal sehen, wie es hier in der Nacht ausschaut, ja. Also eine Sache ist hier schon mega gefährlich und das sind die ganzen Klimaanlagen. Also geht nicht zu nah an den Häusern, weil da tropft es überall runter, weil überall an den Häusern sind diese Klimaanlagen, ja. Und ich glaube, ich habe schon 10 Tropfen gespürt und ich gehe jetzt nur noch in der Mitte von der Straße oder ganz außen. Also eine Sache, mit der ich jetzt noch nicht so vertraut war, ich wusste zwar, dass es hier viele Einwanderer gibt, aber dass es so viele gibt, das wusste ich nicht. Man kennt ja natürlich die Geschichten da von den Migranten, die auf Griechenland landen. Man kennt Antetokounmpo, den Basketballspieler, der sich ja auch in Anführungszeichen so hochgearbeitet hat. Aber hier um den Omonia-Platz ist halt schon krass. Also da gibt es echt so ein paar Viertel, wo du dir denkst, hey, ich bin gar nicht in Griechenland. Naja, hier scheinen wir richtig zu sein. Das ist der Zentralmarkt. Also die Fischabteilung schaut echt krass aus. Also die ist ja mal echt nice. Fleisch gibt es nicht mehr so viel. Also Fleisch ist um 12 Uhr schon echt wenig los. Aber im Fisch ist noch einiges da. Und es gibt echt nice Fisch. Also Lachs, Oktopus und so weiter. Also man hat echt eine schöne Auswahl. Shrimps. Also gefällt mir echt gut. Also von den Fischmärkten, die ich bisher gesehen habe, auf jeden Fall mein Highlight. Echt nice. Also allein wie viel Lachs es gibt, ja. Wow. Also echt cooler Markt und man muss auf jeden Fall früh herkommen. Also wir sind jetzt hier um 12 Uhr da und beim Fleisch ist schon wenig los, aber beim Fisch, glaube ich, ist auch nicht mehr so lang was los. Also ein bisschen ist noch was los, glaube ich, aber so ab 13, 14 Uhr ist, glaube ich, schon zu spät. Gegenüber von Zentralmarkt gibt es so Trödelläden, die Antiquitäten verkaufen und so. Auch interessant, also gibt schon interessante Sachen dort. Aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Koffer, ich könnte sowieso nichts mitnehmen. Also wenn, dann nur so eine Kleinigkeit. Also das nenne ich so eine typische Straße, wie man sich halt Athen nicht vorgestellt hat. Man dachte eigentlich immer nur weiße Häuser und irgendwie Cafés und Menschen draußen. Aber das Viertel um den Omonia-Platz und den Central Market ist halt nicht überall so ein Land. Wenn man in die kleinen Straßen geht, dann weiß man eigentlich gar nicht, in welchem Land man ist. Also wenn jetzt nicht irgendwie zum Beispiel da oben was auf Griechisch stehen würde, dann wüsste ich gar nicht, in welchem Land ich bin, ja. Also man würde dann eher denken, man ist irgendwo in, boah, in so einem arabischen Land oder so, ja. Aber tatsächlich sind wir noch in Griechenland, ja. Also mit der Botschaft haben die sicherlich recht. Scheint, als wären wir so jetzt ins Zentrum gekommen, denn wir sehen zumindest oben die Akropolis. Wir haben Online-Tickets gekauft, wir werden später dahin gehen. Mir wurde geraten, erst so um 6 Uhr da zu sein, weil dann weniger Touristen da sind. Und hier ist es auf jeden Fall touristisch. Ja? Da so eine Straße, glaube ich, mit Restaurants. Vielleicht gehen wir da noch rein, da auch so kleine Shops. Jetzt werden wir mal dieses Viertel anschauen. Und dann irgendwann wird es zur Akropolis gehen, da bin ich eigentlich am meisten drauf gespannt. Denn das Gebäude ist schon beeindruckend. Also für mich eigentlich schon so eine Art Weltwunder. Und eigentlich das Wahrzeichen überhaupt von Athen, vielleicht sogar von Europa, ja. In dem Viertel sind wir übrigens, gefällt mir sehr gut, sehr lebhaft und in der Nacht wird wahrscheinlich auch noch viel los sein. Und hier gibt es auch ein U-Bahn-Netz. Ich weiß gar nicht, ob ich die U-Bahn nehmen würde. Also nach Piräus, das wollte ich mir mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Aber so viel hier zu dem Viertel, wir gehen jetzt mal hoch zur Akropolis, das Highlight hier von Athen. Also wenn ich Bürgermeister von Athen wäre, dann würde ich eine Seilbahn hier hoch zur Akropolis bauen. Also Spaß beiseite, der Weg ist jetzt nicht so schlimm. Also ich glaube, man braucht von unten vielleicht so
15, 20 Minuten. Dann ist man oben. Ich hoffe nur, dass wir nicht warten müssen. Wir haben im Vorfeld Online-Tickets gekauft. Und dazu sage ich später ein bisschen was mehr. Wenn ich drin bin, dann weiß ich, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ja, gleich sind wir bei der Akropolis. Nice. Hier gibt es noch so einen Viewpoint über der Stadt. Und das würde mich mal interessieren. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, da ist irgendwie so eine Kirche oben auf dem Berg oder so. Schaut echt nice aus. Und die Stadt ist viel größer, als ich gedacht habe. Also, die breitet sich mal richtig aus. Also, wie weit die einfach geht. Tatsächlich hat, glaube ich, der Kern gar nicht so viele Einwohner. Aber die Stadt zieht sich halt unglaublich lang. Und da oben, da ist die Akropolis. Da gehen wir jetzt mal näher hin, damit ich sie euch zeige. Ist es normal, dass es so gut erhalten ausschaut? Also es schaut mir zu gut erhalten aus. Also schon beeindruckend. Ich war als kleines Kind hier, ich kann mich kaum erinnern. Ein bisschen sind die Erinnerungen wieder gekommen. Und was sehr wichtig ist, ihr dürft das Ticket online nicht verwechseln. Also kauft euch auf jeden Fall das Akropolis-Ticket, nicht das Museum-Ticket, weil ein paar haben das verwechselt. Und zur Wartezeit, ich bin jetzt hier um 17 Uhr und habe beim Ticketschalter 10 Minuten gewartet. Die Akropolis ist schon beeindruckend, aber es ist halt, wie es so immer ist, wenn man drauf schaut, dann ist es viel krasser. Das ist halt das, wenn man von unten ist oder so wie wir es von Frühstück aus von unserem Hotel gesehen haben, was ihr später noch sehen werdet. Von dort sieht es halt viel imposanter aus, als wenn man halt oben ist, gell? Weil dann merkt man gar nicht, dass es oben auf dem Berg ist und so sieht man halt, wie groß es tatsächlich ist. Also um 6 Uhr ist auch keine Schlange, um 5 bis 6 kein Problem herzukommen, also selbst im August in der Hochzeit kein Problem, muss man nicht warten. Wir waren jetzt oben, war schon schön, aber wie gesagt, wenn man drauf schaut, von unten ist es einfach prägender. Ja? Also das finde ich halt immer bei so Touristenattraktionen, bei historischen Gebäuden, wenn man genau drauf schaut, ist es halt was Besonderes. Insbesondere, wenn man da unten ist, in der Stadt und dann man hochschaut und wenn es noch beleuchtet ist. Natürlich kann man in Athen auch großzügig einkaufen und das macht man hier in der Straße. Es gibt auch ein paar Shopping-Malls. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, so eine Shopping-Mall anzuschauen. Aber hier in dieser Straße, die ich euch dann einblende, da könnt ihr auf jeden Fall einkaufen. Gibt es gute Shops. Ich habe mir jetzt auch eine Hose gekauft und ja, wir packen sie jetzt wieder weiter. Okay, die Kirche hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber wenn wir schon mal zufällig da sind, dann schauen wir uns die natürlich an. Schöner Platz hier, auch viele Touristen, also wird das schon irgendwie eine bekannte Sehenswürdigkeit hier in der Stadt sein. Und da hinten auch irgendwie so eine Figur. Ich glaube, der ist auch berühmt. Aber was er genau macht, keine Ahnung. Gehen wir mal rein, würde ich sagen, und schauen uns mal die Kirche von innen an. Wir gehen jetzt ins Akropolis Museum. Schaut auf jeden Fall von draußen imposant aus. Ja. Gefällt mir echt gut. Und mal sehen, ob wir hier wirklich mehr über die Akropolis erfahren. Wie man auch sieht, regnet es auch manchmal im August in Athen, ja. Wir waren jetzt drin im Museum und ich kann nur empfehlen, unbedingt in so einer Gruppe dahin zu gehen als Guide, weil ansonsten versteht man nicht viel. Also es sind halt viele so Skulpturen und so weiter und da braucht ihr unbedingt eine Erklärung. Man kann zwar das Handy scannen und sich das dann anhören. Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte mit einem Guide gehen sollen, also mit einer Gruppe. Und dann wäre es definitiv interessanter gewesen. So, boah, alleine kann ich nicht empfehlen, nur in der Gruppe.
Wir sind jetzt bei Little Cook und eins der krassesten Restaurants, wo ich jemals war, muss ich ehrlich gestehen. Also mega geil eingerichtet, überall so Disney-mäßig und in der Nacht ist es besonders nice, ja. Also am Tag schaut es auch schön aus, aber in der Nacht ist halt beleuchtet und dann sieht es echt krass aus. Wir haben uns hier noch umgesetzt, haben uns das Eis geholt für 9 Euro. Nicht gerade günstig, aber dafür, dass man halt hier den Ausblick hat, wirklich nice. Also ich fühle mich wirklich wie in so einem Disney-Film. Und es gibt Plätze, die meisten machen hier eigentlich nur Videos und sehr wenige setzen sich hier hin. Und man kann sich halt Crepe holen, Eis, Pfannkuchen und so weiter. Wirklich nice. Und einen Souvenirshop soll es auch geben. Da gehen wir mal schnell rein und ich glaube, hier kann man auch reingehen und dann zeige ich euch mal, wie es von drin ausschaut. Aber es ist halt drin nur eine Theke oder so. Also man kann nicht drinnen essen oder trinken. Wow, und schaut euch mal das an. Das schaut ja wirklich nice aus. Mega. Wir haben jetzt noch so einen lokalen Tipp bekommen. Die Nationale Bibliothek und die Oper. Also abends richtig nice. Neues, schönes Gebäude, viele Familien, schön gepflegt, echt top. Und drin in der Nationalen Bibliothek gibt es auch ein Klavier. Da hat gerade jemand gespielt, war wirklich schön. Und hier kommen eigentlich die ganzen Locals, weil es hier Platz gibt, ja? Weil man hier Fahrrad fahren kann, Roller fahren kann und so weiter. In der Innenstadt habe ich echt wenig Kinder und Familien gesehen, aber die sind alle hier und der Platz ist echt nice. Also gefällt mir echt gut. Keine Touristen übrigens. Oben soll es noch einen Park geben, den werden wir uns anschauen. Aber auf jeden Fall ein guter lokaler Tipp. Und mich hat es echt gewundert, dass das keiner erwähnt hat. Ja? Also wenn ihr hier in Athen seid, ein bisschen Zeit habt, unbedingt hierher kommen. Und besonders am Abend. Und ich glaube, Rooftop gibt es ja auch. Der Park hier ist, denke ich, insbesondere gut für Dates wahrscheinlich. Also wenn man hier mit einem Mädel herkommt, top, weil es so schön beleuchtet ist. Dann noch mit der Aussicht, ja. Also da kann ich diesen Park empfehlen für so Spazieren, Spielen oder sowas. Nicht unbedingt, aber vielleicht gibt es da noch was mehr. Und ja, wirklich schönes Viertel. Kann man ein bisschen diesen Großstadtbeton entfliehen und den Trubel. Und ja, hat mir gut gefallen. Ich will noch kurz was zu den drei Vierteln in Athen erzählen, in denen ich am meisten war. Monastiraki ist für mich der zentralste Platz in Athen, von wo aus man in jedes andere interessante Viertel leicht zu Fuß gehen kann. Die meisten werden von hier aus zur Akropolis gehen, die so circa 15 bis 20 Minuten weit entfernt ist. In diesem Viertel gibt es in den Seitenstraßen rund um den Monastiraki-Platz viele Restaurants und kleine Geschäfte, die sich natürlich auf die Touristen spezialisiert haben. Ich habe dort in ein paar Restaurants gegessen und das Preis-Leistungs-Verhältnis war überraschenderweise sehr gut, obwohl ich eher Tourist-Traps erwartet hätte. Gleich daneben liegt das Viertel Psiri, was mir am meisten gefallen hat. In diesem Viertel gibt es sehr viele Bars und Restaurants und besonders gut hat mir gefallen, dass man dort überall draußen sitzen kann. Dieses Viertel eignet sich also am besten für ein Abendessen und Eintauchen in das Nachtleben. Es gibt zahlreiche Bars und wer weiterziehen will, kann in die schicke Juan Rodriguez Bar, wo ich übrigens den Basketballspieler Filip Petrushev getroffen habe. Wer große und laute Clubs mag, kann zu Fuß in das Viertel Gazi, jedoch sahen dort die Clubs von draußen nicht so nice aus. Ich würde eher eine 20-minütige Taxifahrt zum Bolivar Beach Club empfehlen, der direkt am Meer und im Freien ist. Viele sagen, dass Plaka das schönste Viertel in Athen sein soll. Dieses Viertel schmiegt sich entlang der Akropolis, war mir aber zu touristisch.
Es gibt dort sehr gute Restaurants, wo es gute und authentische einheimische Gerichte gibt. Das Viertel sollte man sicher gesehen haben, aber ich fühlte mich in Psiri wohler. Man kann hier oben auf der Terrasse frühstücken und man schaut direkt auf die Akropolis. Wie nice ist das denn? Und schaut einfach mal, was für ein Ausblick. Das war's jetzt hier in Athen. Ich zeige euch noch mein Zimmer hier im Hotel Titania. Also das Hotel hat mir echt gut gefallen. Hat ein cooles Rooftop und ein cooles, boah, fast wäre mir ein Stick runtergefallen, cooles Frühstück. Also ich weiß gar nicht, wieso das Hotel nur 8,0 hat. Also ich würde sogar sagen, es hat bessere Bewertungen. Hier noch das Bad und das Hotel war richtig gut. In Omonia, ja. Und die Gegend ist okay, also keine schlimme Gegend. Ich fand Athen echt nice. Ein paar Sachen hätte ich vielleicht noch gern gesehen. Ich hätte gern Glyphada gesehen, habe ich leider nicht geschafft. Und was soll ich sagen? Also einerseits ist Athen nice, andererseits ist es ein bisschen run down, wie man so schön sagt. Ein paar Ecken, wo man sich wirklich denkt, oje, oje, wo bin ich? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Also, mach's gut, bis dann, ciao!